Ja, kann ich hier noch was zusammenlegen? Sieht nicht so aus. Ja, und da gehen wir den direkten Weg hier zum Portal. Jawohl. Hier haben wir wieder so einen Mystiker. Und ich werde, bevor ich mit den Leuten quatsche, hier zum Brunnen gehen und wieder eine kleine Spielpause. Neben einem edlen Krieger einlegen, neben Anheru. Und da sage ich mal, ganz in Ruhe werde ich mich jetzt ein bisschen hinlegen und wir sehen uns natürlich jetzt sofort wieder, ne? Für euch ist ja jetzt keine Pause. Aber so viele Folgen, wie ich dann jetzt an der Stelle bisher schon habe, da werdet ihr sicherlich zwischendurch auch mal eine Pause brauchen. Ja, vor allem vor meinem Gequatsche, ey, ich bin mal still. Tja, und da bin ich wieder zurück, komm wieder raus hier beim edlen Krieger. Anheru, ich möchte mit dir sprechen. Informiere mich über die Zustände hier in Ägypten und Rakotis. Hier ist es nicht sicher, die Stadt wurde überrannt. Wir halten hier nicht mehr durch. Ich muss hier stehen und Wache halten. Doch, ach, wenn ich nur mein Schwert hätte. Wenn du nur dein Schwert hättest. Nebenaufgabe aktualisiert. Das Familienerbstück. Ja, da gehen wir doch mal Kuwi Quest. Oh, jetzt haben wir hier die zweite Registerkarte oder besser Schaltfläche. Ägypten. Jawohl. Das muss dann eine Nebenaufgabe sein. Hab ich doch eben vorgelesen, natürlich. Das Familienerbstück. Ein edler Krieger will seinen Posten nicht verlassen, um das Schwert zu holen, das seit Generationen als Familienerbstück weitergereicht wurde und das er in den Elendsvierteln der Stadt verloren hat. Er stellt seinen Dienst an der Stadt lieber über seine eigenen Interessen. Finden Sie das Schwert und bringen Sie es dem Krieger namens Anheru zurück. Oh, 6000 Erfahrung. Ja, da würde ich dann mal sagen, da quatschen wir jetzt erstmal mit allen. Umgesehen hatte ich mich ja schon in der Stadt, ne? Also ich hatte jetzt auch eine ziemlich ja, lange Spielpause hier. Denn ich musste ja erstmal das ganze Material fertig rendern. Das habe ich euch ja schon gesagt. Also aktuell weiß ich dann jetzt auch, in welcher Folge ich hier bin. Das müsste Folge 80 werden hier, ne? So, dann reden wir mal hier mit dem. Ach Gott, na, der hat ja nicht viel an. Na gut, wir sind ja hier auch in Ägyptens eine mächtige Hitze hier. Und da hat sich hier ein Flüchtling wahrscheinlich mit aufs Boot geschwommen und ja, der Hamut. Und jetzt steht er hier rum. Hamut, wo kommst du her? Geht es dir gut? In Griechenland sind auch Monster? Also sind sie überall. Aber so schlimm wie hier kann es nicht sein. Das ist nicht möglich. Nun gut, Flüchtling, da kann ich dir so viel nicht zu sagen. Ich bin gerade erst angekommen in Rakotis, aber in Griechenland kann ich ja definitiv sagen, ist schon einiges los gewesen. Aber das haben wir aufgeräumt. Ja, und Imhotep, ne, den habe ich doch glatt verwechselt. Habe schon gesagt, wie jung der gestorben wäre. Ja, den habe ich mit wen habe ich denn den verwechselt? Mit Tutanchamun. Ja, er ist natürlich Imhotep. Ja, Imhotep. Ich weiß, dass du eigentlich eine Mumie bist und ein Verhältnis mit der Frau des Pharaos eingegangen bist. Du schwere Nöter, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Sei gegrüßt, Reisender. Ich bin Imhotep. Der ehrenwerte Phädrus hat deine Taten gelobt und mich von deiner Ankunft unterrichtet. Selbst die Helden in den Legenden hätten in einem Telkine vielleicht ihren Meister gefunden. Und doch feierst du einen Triumph, wo andere versagt hätten. Griechenland ist nicht das einzige Land, das von Monstern und anderen unnatürlichen Kreaturen geplagt wird. In Ägypten herrscht ebenfalls das Chaos. Der Pharao ist aus dem Palast geflohen und versteckt sich nun. Nicht einmal ganze Heere können die Monster aufhalten. Ohne die Götter stehen wir auf verlorenem Posten. Tod und Sklaverei sind unsere Zukunft. Ich kenne einen Weg, wie wir das göttliche Reich kontaktieren können. Und das, obwohl der Kanal zerstört wurde. Es gibt eine alte Beschwörungszeremonie, mit der wir vielleicht die Götter rufen können. Du musst zur großen Bibliothek von Rakotis gehen und die Schriftrolle der Beschwörung finden. Ich kann dich dabei nicht unterstützen, denn ich bin kein Krieger.
Ich habe dringende Geschäfte in Sais zu erledigen. Sobald du die Schriftrolle hast, musst du sie mir dorthin bringen. Ich werde im Tempel des Ptah sein. Alle unsere Hoffnungen ruhen nun auf dir. Um Gottes Willen, der hatte ja viel zu erzählen. Ja, mit seiner Liaison mit der Frau des Pharaos ist er nicht eingegangen. Damit war ja zu rechnen, ne? Er wird dann im Tempel des Ptah auf uns warten, wenn wir die Rolle aus der Bibliothek geholt haben. Meine Güte. Und der Pharao ist aus dem Tempel geflohen. Oh, was ist denn da schon wieder los? Ja, da haben wir auf jeden Fall unseren ersten Auftrag. Hauptaufgabe aktualisiert. Die Blindheit der Götter. Ja, dann müssen wir da jetzt in der Bibliothek eine Schriftrolle bergen, damit wir die Verbindung wieder mit den Göttern herstellen können. Interessant. Ja, das ist ja das, was uns in Griechenland passiert ist, ne? Als wir da auf den Telkine gestoßen sind, der hat ja dort gewütet im Kanal. Natürlich. So, wir schauen uns mal noch um, ob wir noch irgendwo jemanden finden, mit dem wir reden können. Hier steht doch noch jemand. Ach Gott, hier haben wir wieder einen Geschichtenerzähler. Ameni Amena. Ameni Amena. Aber apropos Geschichtenerzähler. Da ist mir mal aufgefallen, ich habe mir jetzt auch das Let's Play komplett angeschaut, soweit wie ich jetzt hier war. Und es sind mir schon noch ein paar Sachen aufgefallen, auf die muss ich noch zu sprechen kommen. Aber erstmal sprechen wir auf ihn hier, den Vagabunden. Kerherb, warum stehst du hier an der Treppe herum und bist so nutzlos? Seltsame Neuigkeiten reisen in diesen Tagen auf den Straßen. Man sagt, die Monster sind nichts verglichen mit dem, was noch vor uns liegt. Es gibt Geflüster über einen alten Zauberer, mächtig und grausam, der in unser Land gekommen ist. Weißt du, wie sie ihn nennen? Telkine nennen sie ihn. Sie sagen, er war hier in Rakotis und ist dann den Nil hochgefahren. Kerheb, möchtest du mir sagen, dass hier noch ein zweiter Telkine rumrennt? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wir haben doch erst den Telkin in Griechenland fertig gemacht. Nein! Das darf nicht sein. Gut, so nutzlos war er dann doch nicht. Also man muss wirklich hier mit jedem reden, dann ist man auch informiert, ne? Und den Geschichtenerzähler, auf den ich jetzt hier gerade zu sprechen kam, wo ist denn der jetzt hin? Ach, der stand hier oben, ne? Ja, da habe ich ja noch in Griechenland auch einen gefunden, habe ich gesagt, ja, den hänge ich jetzt mal hinten ran, den haben wir noch total vergessen. Komme ich denn jetzt überhaupt zurück? Ach, übers Portal. Übers Schiff könnte man auch zurückfahren, oder? Das habe ich noch gar nicht probiert. Also probiere ich jetzt mal über das Portal. Natürlich, wir können jetzt hier in den Portalen zurückschalten. Und da müssen wir noch uns den einen Geschichtenerzähler anhorchen. Ich glaube, der war ein Knossos, oder? Gehen wir mal rüber. Wir müssen ja nicht mit dem Schiff fahren. Wir haben jetzt hier ein Portal. Da können wir durch. Ja, das war hier in Heraklion. Heraklion. Wo stand denn der? Ach, das war der hier, ne? Der ältere Herr. Da hab ich noch gesagt, den hängen wir dann hinten dran. Den Diakritus. Diakritus, ich bin von weit her gekommen, zurückgereist, nur um dich anzuhören. Der größte Erbauer aller Zeiten war ein Mann namens Daedalus. O Muse, leihe mir die Worte für diese Geschichte. Für Minos, den König von Kreta, baute Daedalus das Labyrinth. Es sollte den schrecklichen Minotaurus beherbergen. Als Minos ihn in einem hohen Turm einsperrte, stellte sich Daedalus Flügel aus Wachs her, ein paar für sich und ein paar für seinen Sohn. Dann warnte er seinen Sohn sorgfältig: Fliege nicht zu hoch, denn die Sonne schmelzt das Wachs. Fliege nicht zu tief, denn dann werden die Flügel nass und versagen. Sohn und Vater legten dann die Flügel an und flüchteten im Morgengrauen, weg von Kreta und dem grausamen König Minos. Aber im Laufe des Tages verspürte der junge Ikarus die Freude am Fliegen und stieg in den Himmel hinauf. Er näherte sich der Sonne, die wächsernen Federn schmolzen und Ikarus fiel vom Himmel. Daedalus flog weiter nach Sizilien, um dort zu trauern.
Er nannte den Ort, an dem Ikarus stürzte, Ikaria. Auf Sizilien baute er dann einen Tempel für Apollon. Als Opfergabe ließ er seine Flügel im Tempel zurück. Ja, vielen Dank, Diakritus. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Nachher fällt's noch um. Hat jemand seine Flügel im Tempel zurückgelassen? Tja, damit wir jetzt nichts verpassen, werden wir jetzt wieder zurück nach Ägypten reisen. Das wollte ich auf jeden Fall noch nachholen, denn wir wollen ja auch mit jedem gesprochen haben. Und da fällt mir auf, ich muss erstmal die Null drücken. Ja, das habe ich auch noch vergessen. So, was haben wir denn eigentlich in der Tasche? Ich habe jetzt so eine lange Pause gemacht. Ja, 80. Folge. Da hatte ich noch gemeint, Griechenland, wirst dann fertig werden mit Folge 50, ja nicht, ist 80 Folgen habe ich gebraucht. Och, da geht's schon los. Ha, drauf. Ja, ja. Oh Gott, die sind Stufe 21 jetzt hier. Ja, hier. Achso, wollte ich gar nicht. X wollte ich drücken. Ja, die haben mir nochmal ausgeholfen hier. Ein bisschen was habe ich schon abbekommen. Ja, nichts ist mit 50 Folgen. Griechenland habe ich jetzt wirklich hier 80 Folgen zugebracht. Ja, da muss ich mich ein bisschen ranhalten, ey. Ja, unser Auftrag lautet Bibliothek Schriftrolle bergen, ne? Oh Gott, was sind das jetzt eigentlich hier für welche? Schakal. Schakal, Mensch. Soldat, Veteran. Ja! Jetzt haben wir es hier mit Schakalen zu tun. Oh Gott, das sind aber jetzt hier einige. Aber die gehen ganz gut weg hier. Oh Gott, ey, da haben die hier Rakotis auch schon wieder eingenommen. Oh, da kommen auch noch mehr. Nein! Ja, das sind auf jeden Fall wieder einige Tiere hier unterwegs. Ja! Das sollte der eine Bewohner recht behalten. Griechenlands Horden an Monstern ist gar kein Vergleich zu hier. Wo willst du denn hin? Komm zu mir. Ja, ach ja, was haben wir denn da? Ein Hyänenharnisch. Schauen wir uns dann, wie gesagt, zukünftig dann auch immer wieder beim Händler dann an. Und jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Ja, die kommen schon mal einzeln. Veteran, du hast mir nichts angetan. Ja, da wollte ich gerade noch sagen, den Magier zuerst angreifen. Da fliegt er schon weg, sehr gut. Gesundheitstrank? Ach, jetzt sehen die Kisten schon anders aus. Der Bundeslade. Weiß ich nicht, wie ich darauf komme. Hat sie mich irgendwie dran erinnert. Und was haben wir drinnen? Schrott. Na, dann ist es keine Bundeslade. Ach, hier haben wir einen Schrein. Kampfmarkierung. Angriffsgeschwindigkeit und verursachter Schaden erhöht. Nur dann drauf. Oh nein. Skorpione. Gift. Giftwiderstand 14%. Na, vielen Dank. Ja. Ach ja. Ja. Schauen wir uns die mal von der Nähe an. Die Schwarzen. Das sind die Giftigen. Die Hellen. Was machen die Schwarzen? Wie heißen die? Schrein der Heilung. Sehr gut. Hier haben wir wieder Schakale. Ohne Ende. Ja. Wir stürzen uns wieder voll rein, natürlich. Entziehende Kleinaxt und ein Gesundheitstrank. Und wir haben ja noch eine Nebenaufgabe. Wir sollen ja auch noch das Familienerbstück wiederfinden. Das Schwert, ne? Für den Krieger, den Edlen. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Ach so. Da wollte ich einen Kriegswind anwenden. Jetzt habe ich irgendwas aufgesammelt. Ja, ja, Bogenschütze. Du hast da einen an der Mütze. Stab der Stärke. Das Schwert müssen wir auch noch wiederfinden. So, jetzt sind wir hier einmal rumgegangen, aber hier drin sind noch welche im Hof. Im Hof sind die Schakalen. Ja, macht euch keine Mühen, ich komme schon.